Kapitel 4 Macht von Materie. Als die Entfernung wuchs zwischen mir und diesem schaurigen Meer, schwand auch endlich langsam und stetig der grässliche Lärm, der mir so viele Schmerzen bereitet hatte. Beinahe war meine Laune gut, alleinig durch die Abwesenheit dieser. Aber auch nur beinahe. Für mehr war die bloße Existenz von Materie im Weg. Und nun sollte ich noch mehr davon sehen. Zeit verging, die Reise manchmal unterbrochen, da Pokémon schwach sind und häufig Rast brauchten. Rast! Ich nahm sie auch. Aber doch nicht in so häufigen Abständen. Wie oft ich wahrlich Rast brauchte, wusste ich nicht. Dort, wo ich sie bisher immer gefunden hatte, gab es keine Zeit. Hier schon. So musste ich warten. Nahezu jedes Mal, wenn der Lunar gerade am Horizont schwand. Denn das X-Bad weigerte sich Tag um Tag, die Anwesenheit jenen Lichtes zu verpassen. Trotzdem schafften wir es irgendwann, wieder jenen Ort zu erreichen, an welchem mir dieses X-Bad zum ersten Mal begegnet war. Und nun sollte die Reise also in die andere Richtung weitergehen. Also mehr Abstand zu diesem Meer. Gut. Wobei ich natürlich auch nicht wusste, würde ähnlich Schlimmes auch in diesem Magmatal warten. Das Pokémon hat es als einen weit schlimmeren Ort beschrieben. Doch inwiefern könnte ich auf dieses Wort vertrauen, welches das mehr als etwas Schönes bezeichnet hatte? Doch andererseits musste auch dieses Tal schrecklich sein. Denn auch es war. Nun, zumindest wollte mein Verstand nicht aus Schmerz zerbrechen, auch als wir näher kamen. Im Gegenteil, die Unmengen an Bäumen wurden weniger und weniger. Und selbst das ewige Grün am Grund schien langsam im Nichts zu schwinden. Und noch ein Vorteil war, dass diese Gegend das X-Bad zu stören schien, was sie langsamer machte und mich nicht dauernd hinterher schweben ließ. Gleichzeitig, während das Mon scheinbar unter der Umgebung litt, merkte ich selber überhaupt nichts. Kein ekelerregender Lärm, selbst die grausige Berührung des Windes schien zu vergehen. Merkst du, was ich meine? Deshalb mag ich diesen Ort nicht. Ich würde Groudon ja schon selber öfter besuchen, aber das hier kann ich mir nicht antun. Hier soll ich etwas merken. Dieses Tal. Ich mag es nicht. Dazu ist es zu präsent. Doch im Vergleich zu jener Hölle auf Erden, zu welcher du mich hier ohne jeden Grund gezerrt hast, es ist hier deutlich erträglicher. Erträglich? Hier ist dir nicht viel zu heiß. Und alles so braun und grau, so wenige Farben. Was du Farbe nennst, brennt mir in den Augen. Und Hitze. Ich spüre sie nicht. Meine Haut ist undurchdringlich für alles. Seien es Angriffe oder Temperatur. Und hier ist es so still, verglichen mit diesem Meer. Deine Haut schützt dich vor Temperaturen? Nun, speziell vor Hitze, wenn du es genau wissen musst. Kälte und Eis, sie schmerzen Drachenhaut. Mit großen Augen blickte das Pokémon mich an, woran ich inzwischen beinahe gewohnt war. Drachenhaut? Du bist ein Drache? Ein Drachentyp oder
Hast du halt einfach so, wie zum Beispiel Milotix auch so dicke Haut hat? Meine Haut habe ich, da ich sie habe. Ich bin ein Drache. Was stört es dich? Es stört mich nicht, aber es wundert mich. Du siehst gar nicht aus wie ein Drachentyp, sondern eher wie... Naja... Okay, fairerweise siehst du gar nicht nach irgendeinem Typ aus, den ich kenne. Geist vielleicht? Stahl und Geist. Genau, das könnte es... Ach nee, könnte es nicht sein, du bist ja ein Drache. Stahl? Geist? Vor allem... Stahl! Nichts habe ich mit dieser Schaffung von Materie zu tun. Ich bin ein Drache. Und ich bin Void. Das ist alles, was ich bin. Void? Diesen Typen kenne ich gar nicht. Was kann der denn? Das braucht dich nicht zu interessieren. Bevor eine weitere Frage folgen konnte, tat ich, was ich sonst nie tat. Vorausschweben. Ich betrachtete diesen Ort. Er war deutlich angenehmer als das Meer. So viel war sicher. So viel simpler. So viel unlebendiger. Wobei dieser letzte Punkt leider auch nur zu teilen korrekt sein sollte. Denn so wenig ich bisher in Pokémon hier blicken musste. Abzüglich des X-Bad natürlich. Kaum hatte ich diesen Gedanken gehegt, erhob sich aus der Lava vor mir eine Gestalt. Keine, welche mir Respekt einflößte. Dies würde ich auch nicht erwarten. Aber doch eine Gestalt. Ein kleines, rot-orangenes Pokémon, welches aus jener Lava zu bestehen schien, aus welcher es entflohen war. Das kleine Wesen blickte mich an. Die Augen sichtlich erfüllt von Furcht. Ohne auch nur einen weiteren Moment zu warten, schoss es in die entgegengesetzte Richtung davon. Und das war eine Lüge. Dieses Losschießen war nämlich so langsam, dass ich das Pokémon hätte umkreisen können in meinem Schweben. Und wie bereits das X-Bad feststellte, Geschwindigkeit war nicht meine Stärke. Wo willst du hin, Mon? Weshalb fliehst du? Wieder wirkte das Mon stark eingeschüchtert. Endlich tat dies einmal eines. So sollte es immer sein. Ich will dem Wächter davon berichten, dass hier jemand eingebrochen ist. Etwas, was auch immer du bist. Im Anblick meines Umganges mit der Lage entschied sich nun das X-Bad, dass es Zeit wäre, sich einzumischen. Keine Sorge, auch wenn Tempo befremdlich wirkt, ist er nicht gefährlich. Ich würde sagen, dass du gerade und schnell gern Bescheid geben kannst. Aber ich glaube, wir sind so schneller bei ihm. Wir wollten ihn ohnehin besuchen. Und weshalb? Wer bist du? Oh, ach, mein Fehler. Ich dachte, du wirst mich vielleicht kennen. Ich bin auch eine der Wächterinnen. Luna, aus dem Wald. Ich begleite dieses Pokémon hier. Und garantiere in meiner Rolle als Wächterin, dass er nichts Schlimmes tut. Und wir auch keinen Schaden hier anrichten werden. Wir müssen nur mit Groudon reden, um Tempo hoffentlich bald in seine eigene Heimat bringen zu können. Immer noch wirkte das andere Pokémon fürchtend. Doch dies war deutlich mein Verdienst. Was sollte es allerdings tun? Sich wehren? Andererseits wäre es zu schwach. Andererseits war es für normale Mon scheinbar außer Frage, sich Wächtern zu widersetzen. Dann wird Groudon sich sicherlich um euch kümmern. Er wird in seiner Höhle sein, hier nördlich. Sofort flog das X-Bad wieder davon. War es nicht gerade noch zu heiß für solche Eile gewesen? Ich würde mich nicht hetzen lassen. Ja,
Ich wollte diese Welt baldestmöglich dem Erdboden gleich machen. Aber es ging mir um ein Prinzip. Wenn Materie mich hetzen wollte, würde ich dies nicht erlauben. Denn sonst würde ich Materie gehorchen. Zumal Eile zu diesem Zeitpunkt nur beschleunigtes Scheitern mit sich bringen würde. Was nicht hieß, dass ich nicht folgte. Nur weniger eilig. Und nach gewisser Zeit erreichten also einen Ort, an welchem das X-Bad kurz stoppte. War es die Höhle? Woher sollte ich das wissen? Was zur Hölle sollte denn eine Höhle sein? Zumindest erstreckte sich im Boden unter uns ein massives Loch, was mich einfach dazu führte zu vermuten, dass wir am richtigen Ort waren, an welchem ich wie so oft freundlichst begrüßt wurde. Ohrenbetäubendes Kreischen! Mal wieder, es klang noch schlimmer als dieses Meer. War mir aber trotzdem lieber, da es kürzer anhielt. Und auch der Grund für das Kreischen zeigte sich, als ein weiteres Pokémon stürzte, vom Himmel herab, mitten in das Loch. Leider wirkte der Sturz bei voller Kontrolle. Und als hätte mein Verstand nicht schon genug unter Lärm gelitten, nur Momente später ertönte ein weiteres Brüllen. Mit jeder Sekunde gefiel mir dieser Ort weniger. Und immer noch war es mit dem Lärm nicht vorbei, als aus jenem großen Loch nun ein anderes Pokémon herausgesprungen kam, als er reingeflogen war. Zumal diese Materie nicht flog, sondern tatsächlich sprang. Beinahe wäre ich beeindruckt, wenn es nicht Materie wäre. Und der Aufprall nach diesem Sprung war Knall 3, welcher die Erde zum Beben brachte. Mit schmerzendem Verstand blickte ich das Pokémon an, welches diesen Schmerz verursacht hatte, und war positiv überrascht. War das hier eigentlich einmal Materie, gegen die ein Kampf zumindest spaßig wäre? Dieses Pokémon ragte mir beinahe bis zur Augenhöhe hinauf und dabei schwebte ich ein Stück über den Boden. Vielleicht war es größer als ich. Und mächtig sah es aus. Mächtig! War das hier der Wächter, dieser Groudon? Wenn ja, dann war es endlich einmal ein Wächter, der tatsächlich die Ausstrahlung eines solchen hatte. Dieses Wesen würde nicht mit sich verhandeln lassen. Und ich war voll und ganz dafür. Endlich ein Gemetzel! Zweimal habe ich in diesen Tagen Nachrichten über einen Eindringling bekommen. Zweimal. Und ein Eindringling auch noch. Nicht ein Gast. Und das sagen mir Pokémon jener Region, der natürlicher Mangel an Gastfreundlichkeit sonst durch seine Bewohner ausgeglichen wird. Und ich sehe die Gründe. Zweimal? Einmal war dieses fliegende Pokémon gerade gewesen. Aber das zweite. Hat uns jemand beobachtet? Oder hatte dieses Schneckmark vorhin irgendwelche Geheimnisse und war hergekommen? So oder so? Es war egal. Erkläre dich! Was machst du in meinem Territorium? Bedrohst meine Mon! Was glaubst du, wer du bist? Gerade wollte ich erwidern. Doch wieder einmal riss jemand anderes sein Maul zuerst auf. Groudon, lang ist es her. Wie geht's dir denn? Wie stehen die Dinge hier im Tal? Auch dieser Groudon schien überrascht von der hyperaktiven Fledermaus, welche nun um ihn herumschwirrte. Luna, was machst du denn? Egal, darüber reden wir später. Wie du vielleicht siehst, habe ich hier gerade ein massives Problem zu beheben. Wieder einmal wandte sich der Riese an mich, scheinbar kampfbereit.
Aber nein, wieder einmal sollte mir der Spaß verwehrt bleiben. Dein massives Problem ist genau, warum ich hier bin. Groudon, lass das Tempo. Er ist ein Freund, dem ich versuche zu helfen. Tempo, das hier ist Groudon, der Wächter dieses Teils und ein alter Freund meinerseits. Ein Freund. Das Ding da. Wann verstand das X-Band endlich, dass niemand so naiv sein würde wie es selber? Niemand würde mich anblicken und in mir Freundschaft sehen. Auch wenn eine Wächterin es denn so sprach. Ach, sag das doch gleich, Leute. Ja, dann alles gut. Na dann, wie war nochmal dein Name? Enttäuscht blickte ich kurz auf den Riesen. Wirklich jetzt? Aber andererseits, einen derartigen Giganten auf der eigenen Seite zu haben? Tempo! Er hat's gesagt! Er hat's gesagt! Endlich! Etwas verwirrt blickte Groudon das X-Bad an, welches sich erklärte. Also, eigentlich heißt er gar nicht Tempo, sondern irgendwie... Keine Ahnung, Tempo-Taschentuch oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall war mir der Name zu kompliziert. Deswegen nenne ich ihn Tempo. Nur beschwert er sich sonst immer, wenn ich ihn so nenne. Nur weil es eine korrekte Antwort war, hieß das lange nicht, dass sie für Außenstehende logisch wirkte. Ah ja, ich frag gar nicht erst. Also dann Tempo. Lunas Freunde sind meine Freunde und die Freunde jeden Wächters. Jeden Wächters, sagst du? Mir scheint, du kennst nicht jeden, mit denen du dir einen Rang teilst. Wovon sprichst du? Willst du etwa gerade einem meiner Kollegen einen Mangel an Gastfreundlichkeit vorwerfen, ne? Auch wenn sie sich sichtlich unwohl fühlte, antwortete Luna wieder, bevor ich es nur konnte. Naja, er hat nicht ganz Unrecht. Du bist nicht der Erste von uns, den wir nach Hilfe fragen. Aber Bo hat sich geweigert und uns weggeschickt. Ich meine, Tempo hat nicht gerade begeistert auf den Ozean reagiert und natürlich ist Bo da nicht begeistert, aber er wollte ihm auch so nicht vertrauen. Dann muss ich mich wohl korrigieren. Lunas Freunde sind meine Freunde und auch die der meisten Wächter. Wobei ich auch sagen muss, bei Bo ist ein guter Ersteindruck wichtig, genau wie ihr Respekt gegenüber seiner Heimat. Und wenn das Erste, was er von dir mitbekommen hat, negativ gegenüber mir war, kann jetzt ehrlich gesagt nicht behaupten, dass ich von seiner Ablehnung überrascht bin. Auch wenn, ganz unter uns. Also ich finde ja auch, du hast recht. Mir ist schon fremd, wie jemand freiwillig am Wasser wohnen kann. Aber im Wasser ist echt pervers. So also. So. Zumindest der Geschmack dieses Groudon schien nachvollziehbar. Aber egal. Ihr redet hier von irgendeiner Hilfe. Na dann, weiht mich doch mal ein, wenn ich Ihnen helfen soll.